Manchmal gibt es Bücher, die sind schön gemacht, schön gestaltet, schön gedruckt, dann noch top, hochwertig vom Inhalt. Da sage ich mal ganz salopp, Buchhändler, Herz, was willst du mehr? Genau so verhält es sich mit Higeo Yokohamas neuem Roman. 64 ist der englische wie der deutsche Titel. Eine Besonderheit noch, dieses Buch ist auch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden. Genauso fällt auf, dass wir zum Beispiel im Hemmet fast schon eine kleine japanische Kriminalecke haben. Die ist aber dann eben ins Englische übersetzt. Und bei den deutschen Übersetzungen sind es vielleicht 5, 6, 7. Große Hoffnung, dass sich unter anderem durch 64 daran etwas ändert, dass mehr auf den japanischen Krimimarkt geschaut wird. 64 hat das Zeug dazu, fraglos, großer Erfolg im englischsprachigen Sprachraum, sowohl von Verkaufszahlen als auch Feuilleton, Presse hoch gelobt. Genre-Kritiker wie Nicht-Genre-Kritiker waren des Lobes voll. Und spannend ist, dass auf allen 750 Seiten zwei Zeitebenen miteinander verwoben werden. Einmal so 1989, als ein kleines Mädchen entführt wurde, trotz Lösegeldzahlung kurze Zeit später tot aufgefunden wurde. Dieser Fall hat quasi ein Trauma ausgelöst und gilt mit dem Aktenzeichen 64 als das ungelöste Verbrechen Japans bzw. Tokios. 13 Jahre später wird das Kind eines kleinen Polizeipressesprecher, ein Revierpressesprecher, könnte man fast sagen, wird ebenfalls entführt. Und er merkt ziemlich schnell, dass es dann nicht mehr nur um sein Kind geht, sondern auch um den alten, nie gelösten Fall. Was mir besonders ja, beeindruckend im Hinterkopf geblieben ist, nach Lesen der immerhin 756 Seiten, ist sein absolut stringent klares, logisches Buch, ganz feine Sprache der beiden Übersetzer. Und das ist einfach große Kunst. Nikolaus Stingel kennt man ja von diversen, hauptsächlich glaube ich, amerikanischen ins Deutsche Übersetzungen. Die Übersetzerin, praktisch die zweite, ist Sabine Roth. Wie die Übersetzer sich die Arbeit geteilt haben, wird leider nicht im Klappentext verraten. Das würde mich persönlich interessieren, aber es spielt keine wirkliche Rolle. Ganz fulminantes Werk. Ich habe wirklich erst beim in die Hand nehmen, nochmal wiegen, nochmal abwägen, gemerkt, dass es 750 Seiten sind. Das ist ein Format. Jemand, der mich kennt, weiß das. Das ist mir too much. Ich lese lieber drei Bücher à 250 Seiten. Aber das hier kann man an einem gigantisch langen Sonntag, wenn man nicht gerade draußen in der Kälte rumstapft oder irgendwie im Garten was verbuddelt, an einem langen Sonntagnachmittag durchaus lesen. Ich hoffe, das Lesejahr geht so weiter. Danke. Gut.